Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Fallout 76. Ich bin ja jetzt hier in der Nähe von diesem Bahnhof, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind, denn ich wollte ja mit euch zusammen zu Dr. Hudsons Forschung. Genau, damit soll ich mich vertraut machen und ich soll mich hier hinbegeben und ich bin jetzt schon auf dem besten Weg dahin. Was ist denn hier? Für den Ursprung der... Okay. Was ist denn sie... Ismischen oder Seismischen? Was ist das? Egal. Ich bin doof. Gut. Also, ich gehe jetzt erstmal zu Dr. Hudsons Forschung. Hier. Ne? Und, ja. Und dazu müssen wir wahrscheinlich da in dieses Gebäude. Oder da? Ja, wir werden sehen. So. Oh, warum habe ich jetzt gerade einen Kronkorken gekriegt? Weil ich ihn jetzt hier untersucht habe, oder was? I don't know. So, dich mache ich gleich aus hier. So. Es ist dunkel, es ist mieses Wetter. Welche Waffe habe ich denn jetzt eigentlich ausgerüstet? Gar keine. Ja, ist natürlich auch nicht schlecht. Mal gucken. Nehmen wir die 10 mm. Oh ja. Das ist eine gute Waffe. Achtung, Strom. Wow. Nee, du bist nicht böse. Warte mal. Hallo, ich will mit dir reden. Kann ich mit dir interagieren? Da singt er eine Runde. Ist ja auch nicht verkehrt. Okay, ist das jetzt hier eine... Oh. Oh. Nee, was will ich denn mit der Gabel? Nein, die auch nicht gut. Die besser. Nachladen. Wer bist du? Komm, ja, dich kriege ich. Das Monster von Crafton? Wow. Wo muss ich denn da bei dem hinschießen? Der hat doch gar keinen Kopf, oder? Oh, oh. Oh oh. Daneben. Das üben wir nochmal. Wow. Ach du meine Güte. Kommt er hier hoch? Nein, er kommt hier hoch. Verdammt. Hast nicht getroffen. Ätschi, Kolätschi. Ja, komm, noch einmal. Wo muss ich denn hinschießen überhaupt? Ah, jetzt hat er mich. Und ich hab ihn. Haha. Monster von Crafton. Alter Schwede. So, hab gleich mal ein Foto geschossen. Von den netten Kerl da. So 43 Schritte. Im Übrigen habe ich mir eine neue Maus gekauft.
Erkunde den Firmenhauptsitz von Horn Wright Industrial. Aha. Das war vorhin aber noch nicht da. Okay. Kann ich das später machen? Denn ich würde ganz gerne erstmal hier die Forschung machen. Sonst komme ich ja total durcheinander. Ich würde so gerne speichern. Nachladen. Was für eine für ein Saloon? Ach, Beauty. Beauty. Ach so. Schönheitssalon. Na, das ist ja für mich zu spät. Hat sich ausgeschönt bei mir. Ach so. Achso, das Vorkriegsgeld ist doch hier, glaube ich, gar nichts wert. Bekannt, Bauplan. Ach, wenn ich das schon kenne. Da bist du. Glaskrug lasse ich jetzt mal hier. Gut. Da muss ich rein. Oh, guck mal. Ah, das Dach sieht ganz schön golden. Entdeckt. Charleston. Okay. Entschuldigung, meine Stimme war wieder weg. Das Dach sieht ganz schön golden aus, oder? Gut. Da muss ich also rein. Ah, nee, das ist das Hogwarts-Ding. Wartet mal. Ah, ich bin ja völlig falsch. Wo bin ich denn jetzt wieder rausgekommen? Da muss ich hin. Warte, aber den werde ich hier noch suchen, durchsuchen. Schade, kein Kronkorken. Genau, da muss ich hin. Ich habe doch Charleston entdeckt, richtig? Aha. Das Ding hier. Okay. Wow, jetzt habe ich mich erschrocken. AVR Medical Center. Okay. Wow. Knapp daneben ist auch vorbei. Ganz schön dunkel hier. Aber ich sehe mich mal ganz kurz hier draußen um. Verbandsschere. Ja, sehr gut, falls ich eine Verletzung erleide. Und die werde ich schon hundertprozentig allein. Bist du tot? Ja. Oh, eine junge Frau. Ein zerrissenes Kleid. Wie sieht denn das aus? Will ich mir gleich mal angucken. Zerrissenes Kleid. Was habe ich denn jetzt überhaupt an? Das Ranger-Outfit. Ah ja, okay. So, mal gucken. Oh! Moment. Nein, ich wollte mich entbücken. Okay. Mit einem Ranger-Hut. Ja, ist in Ordnung. Kriegen wir hin. Das zerrissene Kleid. Ach, hat sogar Wahrnehmung 1. Ja, nice. Dann lasse ich das doch gleich mal an. Warum nicht gleich so?
da was hier? Irgendwie hier? Nein. Was? Doch. Nee, sitzen. Nein, brauche ich nicht. Ich brauche mich noch nicht setzen. Knochenfräse. Was ist das? Automat für medizinische Vorräte. Ja, das macht sich, glaube ich, hier ganz gut hier im Medical Center. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt rein. Nee, noch nicht ganz. Moment. Hab dich. Einmal so. Nee, wartet, falsch rum. Ah, Moment, ich mach mal kurz die Waffe weg. Aha, Geschichten am Lagerfeuer, ein Event. Wo ist denn das? Durchsuche die Leiche? Ach so. What? Ach, hier ist das Event. Aha. Okay, wartet mal, Leute. Ich wollte jetzt erstmal ein Foto machen. Vom Medical Center. Okay, erledigt. So, öffnen. Da oben. Guck mal da. Tot. Ha, die Maus ist auf jeden Fall um einiges besser. Schraubenschlüssel. Ich sollte mal tatsächlich die Sachen markieren, die ich auch wirklich brauche, damit ich nicht immer jeden Müll mitnehme. Das sind alle Stufe 1 Dingsen. Verbrannte. Was ist mit dir los? Alles gut. Versteinerte Leiche. Oh, wartet mal, ich gehe erstmal hier runter. Oh, habe ich den Kinderwagen jetzt umgekippt? Ich höre sie, ich sehe sie aber nicht. Aha. Die laufen wieder überall. Da ist, achso, da sind schon Fliegen. In Ordnung. Meine Lieben, könnt ihr überhaupt was sehen, wenn ich hier kein Licht anmache? Zuckerwatte ein bisschen. Ja, die lasse ich jetzt da. Das ist ja nur eine Flasche, eine leere. Ein Mikroskop. Wunderbar. So, Leiche, hast du was für mich irgendwie? Da, ein Bleistift. Ja, du hast dich wohl zu Tode getippt, hä? Armer Kerl. Eine Vitrine. Ah. Verbrannte Bücher. Was ist da oben? Nix. Nur eine Kaffeetasse. Kann man das hier auch öffnen? Okay. Ach so, das war schon offen. Alles klar. Süß gemacht, auf jeden Fall. Bunsenbrenner, Knochensäge,
Da war ein Protektron drin. Oh. Hallo, Doktor. Okay, schnell wieder Licht ausmachen, sonst kriege ich wieder Schimpfe und Haue. Ach, hier geht noch eine Treppe hoch. Ich bleib aber erstmal unten. Aha. Ja. Alles klar. Voll. Ah, da. Da, 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 da. Na, noch eine Leiche? Beziehungsweise eine verbrannte oder sowas? Was von hier? Großes Trinkglas. Ach so. Boah, ist es hier dunkel. Gewürze. Okay, hier ist nichts weiter, glaube ich. So, dann gehe ich nochmal ganz kurz hier hin. Weißer Teller. Komm, steh mal auf, Phantasiens. Hundefutter in der Dose. Oh, goldene Gabel. Mhm. Ui, Rezept süßes Mutterbeere. Süßer Mutterbeerensaft. Ach, den Tee, Entschuldigung. Den kenne ich ja noch gar nicht. Den lerne ich jetzt mal. Ja, sehr geil. Sehr schön. Freut mich. Ein Bauplan wäre jetzt auch toll. Aluminiumdose ist auch immer gut. Ja, diese Dinger hier kann man leider nicht bewegen wie in Fallout 4. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Noch mehr Hundefutter. Ne, die Krüge lasse ich mal. Kochtopf. Spüllappen. Ne, ne, ne. Weder trinken noch sammeln. Ich brauche Platz im Inventar. Was liegt hier? Nichts Besonderes. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Cafeteria-Tablett. Ach, wobei, wenn ich mich bücke, sehe ich vielleicht die Baupläne alle gar nicht. Oder so. Was haben die Cafeteria-Tablets eigentlich? Bevor ich die jetzt hier... Quatsch, Gegenstände. Hä? Diverses. Ach, da ist mein Schrott. Cafeteria. Plastik. Ach so, ja, richtig. Plastik. Ich weiß nicht, brauche ich Plastik? Naja, einen Schlagring brauche ich nicht auch. Brauche ich nicht auch wirklich. Oh, ja, jetzt bin ich überladen. Aber vielleicht finde ich ja hier noch eine Werkbank. Nee, Vorkriegsgeld lasse ich hier drin. Oh, oh, gleich wieder probieren. Porte deiner. Funktioniere. Du funktionierst nicht. Oh. Oh. Hier geht's runter.
Du bist elendig verhungert, oder? Ja, das ist natürlich hier wieder ein Bereich. Oh nein, Appalachia. Ich wollte nicht raus. Appalachia. Na super. Gehen wir wieder rein. Gut. Ja. Okay. So. Komm schon. Lecker, Leuchtpilzsuppe. Okay. Ups, hier ist ein Tisch. Laufen wir lieber Treppen? Ich denke schon, oder? So, dann gehen wir erstmal runter. Huch, jetzt habe ich mich erschrocken. Ein Fusionskern für mich. Eventuell. Nee, der ist da schon raus. Guck mal, und genau das meinte ich. Hier. Das ist natürlich immer... das ist natürlich eigentlich immer ein bisschen bekloppt, wenn man halt... Ja... ein Online-Spiel spielt sozusagen. Dann hat man halt oft nicht das Glück, irgendwas zu kriegen. Aber gut, so doll überladen bin ich ja noch gar nicht. Wer hätte das gedacht? Okay, hier ist jetzt nichts weiter drin. Gut, dann einmal wieder hier etwas nach oben. Ich muss wahrscheinlich jetzt irgendwie hier lang oder so. Nehme ich mal an. Oh, Waffe nachladen. Wer weiß, was mich hier erwartet. Okay. Was ist hier? Eine Tafel. Oh. Komm, das sammeln wir erstmal noch auf. Und dann einmal die Gegenstände verwerten, bitte. Dankeschön. Stufe 10, Maschinenpistole. Aha. Ja, komm. So, was habe ich denn an Kleidung? Ranger-Outfit. Was kriege ich denn dafür? Nichts. Gut, dann verkaufe ich das lieber.
Achso, wie leicht bin ich denn jetzt? Ja, 147 von 175. Das ist doch in Ordnung. Ach, jetzt habe ich schon wieder Glas mitgenommen. Das brauche ich doch nicht. Oh! Aha, hier ist ein Terminal. Reagenzglas. Diesen Halter nehme ich auch mal mit. Liegt hier noch irgendwas Schönes für mich? Kann ich die Lampe auch haben? Die Dosen auf jeden Fall. Noch ein Klemmbrett und ein Stift. Terpentin, aha. Okay, also ich muss auf jeden Fall an diesen Terminal. Gut. Oh, Entschuldigung. Ich wollte gerade schießen oder so. Was ist hier? Nichts, alles klar. Oh. Schönes Bild. Nicht schlecht. Ist es der Dr. Hudson da, der eine? Der ganz links vielleicht? Ich weiß es nicht. Gut, also wir lesen jetzt auf jeden Fall noch schnell diesen Terminal. Benutzen. Fakultätsterminal der Vortech Universität. Übersicht über das Impfprojekt. Ziel, einen Impfstoff gegen den erbgutveränderten Effekt entwickeln, der als verbrannten Seuche bekannt ist. Methode, Blutproben von unseren drei Testkreaturen abnehmen, die sich als erheblich resistenter gegen den verbrannten mutanten Effekt erwiesen haben. Blutproben analysieren, um synthetische Antikörper zu erschaffen. Testkandidaten, Vedagul, Maulwurfsratte, Wolf. Nachtrag, Projekt verzögert sich, bis ein Ersatz für die Typ-T-Sicherung gefunden wurde. Antrag für Ersatzteil beim Responder-Quartiermeister gestellt. Aha. Projekttagebuch. Okay, 7. November 2096. Ich denke aber, meine Lieben, das werde ich dann in der nächsten Folge vorlesen, denn die Zeit ist leider schon wieder um. Ja, ich danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.